Hallo und einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Ja, ich habe gerade drüber nachgedacht, was ich euch denn noch zum heutigen Tag mitgeben könnte, um euch den Transformationsprozess, den Kreationsprozess, den Schöpferprozess noch ein bisschen leichter zu machen. Und zwar wissen wir ja jetzt von Dr. Joe Dispenza, dass unsere innere Welt, also unsere energetische Welt, unsere schwingungsmäßige Welt, eigentlich der Ursprung unserer äußeren Welt ist, unserer Realität, die wir sehen. Also es fängt nicht im Außen an, sondern im Innen. Und durch die Meditationen von Dr. Joe Dispenza lernen wir das Innen kennen, das unendliche Weite, der unendlich weite Raum. Wir lernen diesen Raum kennen, wir lernen diesen Raum spüren. Wir spüren in die Unendlichkeit hinein, obwohl diese Unendlichkeit für unseren Verstand ja überhaupt nicht fassbar ist. Also was ist unendlich? Unendlich ist etwas, was wir uns einfach nicht vorstellen können. Unser Verstand kann das einfach überhaupt nicht erfassen. Aber das ist so, so wichtig, denn wenn wir akzeptieren die Unendlichkeit aller Möglichkeiten, die es gibt, dann akzeptieren wir eben auch gleichzeitig unsere Limitierungen, unsere eigenen Beschränkungen. Weil in dem Moment, wo wir fragen, wie kann das passieren und auf welche Art und Weise, in dem Moment nehmen wir eigentlich Lösungen voraus, weil diese Lösung können wir uns vorstellen und beschränken uns damit, weil es in der Unendlichkeit gibt es so, so viele Lösungen, die wir uns nicht vorstellen. Und deswegen müssen wir unser Weltbild aufbrechen, das vergrößern und einfach akzeptieren und sagen, das Leben wird geschaffen in einem Raum der unendlichen Möglichkeiten. Diese Möglichkeiten gehen über das hinaus, was wir uns vorstellen können und werden aber kreiert durch unsere Gefühle. Die Gefühle, die wir in uns selber kultivieren, sind sozusagen der Weg, der Pfad für das Wer, Wie, Wo, Was, Wann. Aber wenn wir dieses Weltbild loslassen und sagen, wir müssen wissen, wir müssen uns vorstellen können, wir müssen bestimmen können, wir müssen kontrollieren können, dann öffnen wir uns diesen Möglichkeiten. Aber das fällt uns eben so wahnsinnig schwer, diese Begrenzungen, in denen wir eben aufgewachsen sind, mit denen wir sozialisiert worden sind, mit denen wir groß geworden sind, diese Begrenzungen und Beschränkungen loszulassen. Und das ist aber so, so wichtig, ein neues Weltbild zu sehen und zu sagen, alles, was ich hier sehe, in meiner Realität, im Außen, das sind Kreationen meiner selbst. Jede Begegnung, jede Interaktion mit jedem Menschen ist in mir selber entstanden. Wie diese Interaktion stattfindet, wie sie gefühlt wird, wie sie ob sie nett ist oder ob sie ablehnend ist oder wie auch immer. Mein innerstes Leben, wie ich das Leben sehe, hat das kreiert. Wenn ich das Leben also so sehe und denke, ich bin Opfer einer Wutattacke, dann ist es ein Weltbild, das mich nicht weiterbringt. Aber wenn ich ganz klar anerkenne und sage, nein, ich bin Schöpfer einer Wutattacke, die gegen mich gekommen ist, weil eben hier noch ein Teil von mir tatsächlich überzeugt ist, dass es sich lohnt, Aggressionen oder Wut oder was weiß ich nicht was zu empfinden und mich dann zu erwischen und zu erkennen, nein, das ist ein falsches Weltbild. Ich lebe hier in einer falschen Vorstellung. Ich lebe hier gerade in der Vorstellung, dass ich
dass ich etwas mit Wut zu tun habe. Aber wenn ihr mal die Meditation gemacht habt von Dr. Joe Spencer, dann wisst ihr, dass in diesem Feld der unendlichen Möglichkeiten nur eine dominante Emotion ist. Und das ist die Liebe, die höchste Emotion. Liebe, Mitgefühl, Dankbarkeit. Das sind die dominanten Emotionen, die in diesem Feld herrschen. Und was wir daraus machen, quasi das andere Ende, durch unser selber Gedenke und Gevorstelle, das ist eben das, was uns dann die Kreationen beschert, das im Außen, was uns nicht gefällt. Also ich sage, ich muss ganz anders denken. Ich muss ein anderes Weltbild haben, wie die meisten Menschen. Und das ist natürlich manchmal ziemlich krass. Aber wenn ihr denkt, dass jetzt 1400 Menschen in Bonn sind, die dabei sind, dieses Weltbild zu akzeptieren und eine ganze Woche ihres Lebens dafür investieren, der inneren Welt mehr Aufmerksamkeit zu schenken als der äußeren Welt, dann müssen wir doch langsam akzeptieren, dass es nicht nur für diese Retreats oder für die eine Woche so ist, sondern dass unsere innere Welt einfach mehr Aufmerksamkeit verdient als unsere äußere Welt. Und wenn wir dieses ganze neue Weltbild für uns erschaffen und sagen, ja, so ist es, was Dr. Joe Dispenza bewiesen hat, was die Quantenphysik bewiesen hat, ich akzeptiere das voll und ganz und richte mich jetzt auf diese neuen Gesetze aus. Und zwar, ich revidiere mein Weltbild. Und ich bin vielleicht alleine. Ich bin vielleicht alleine in meinem ganzen Umfeld mit diesem Weltbild. Und das ist manchmal richtig hart. Mit wem sollst du dich darüber unterhalten? Mit wem sollst du dich austauschen? Und deswegen haben wir eben diese Gruppe hier, um zu wissen, dass wir nicht Gaga sind, sondern dass wir einfach einen Schritt voraus sind, denen, die immer noch meinen, sie sind Opfer und nicht der Schöpfer ihres Lebens und die das auch noch nicht akzeptieren können und eben in diesem alten Weltbild noch leben, diesem Ursache-Wirkung-Weltbild. Aber wir leben quasi in dem Weltbild der Kreation, wo wir einfach wissen, der Schöpfer-Weltbild. Und es ist einfach wirklich unabdingbar, dass wir das für uns akzeptieren und auch kein Problem damit haben, ein anderes Weltbild zu folgen. Wir müssen es nicht rausposaunen, wir müssen es einfach für uns leben und unseren Platz in der Gesellschaft, in unserem Umfeld finden, respektive uns dann auch kreieren und diese Dinge einfach loslassen, die bis jetzt waren und die uns verbunden haben mit dem alten Weltbild und uns immer wieder zurückziehen und zweifeln lassen und das Vertrauen in diesen Prozess verlieren zu lassen. Das kommt nur von außen. Und deswegen tauscht euch richtig aus in dieser Gruppe, sprecht über eure Ängste, über eure Sorgen und versucht langsam Stück für Stück dieses neue Weltbild für euch zu akzeptieren und zu implementieren und ganz rigoros danach zu leben. Und jedes Mal, wenn ihr euch im Außen irgendwie festbeißt oder versucht, irgendetwas zu bewirken, sagt es euch, sagt, du bist hier gerade falsch dran, du kannst hier nichts bewirken. Du musst es zuerst in deinem Inneren für dich klar machen und kreieren und diese Gefühle in dir aufbauen, diese positiven Gefühle, dieser Treibstoff der Kreation. Also du hast eine Vorstellung von etwas, was du glaubst, was du möchtest. Und das muss sich einfach 100% gut und richtig für dich anfühlen. Und selbst wenn es eben jetzt nicht so ist und morgen nicht so ist und vielleicht auch übermorgen nicht so ist, dann musst du einfach ganz knallhart bei deiner Meinung bleiben und sagen, ich überschreibe diese Realität jetzt. Von innen heraus überschreibe ich das, was ich im Außen sehe. Und ich überschreibe das so lange, bis das Außen mir es zeigt. Niemals das vergessen. Und ich weiß, diese Umwege, die man immer wieder geht, aber man muss einfach wieder zurückkommen und dieses Weltbild sich selber zu machen und zu verfestigen und zu sagen, es gibt keinen Zweifel mehr daran.
Es funktioniert so. Und ich will es jetzt einfach bewusst haben und nicht unbewusst in Sachen reinschlittern, reinleben, rein kreieren, die mir eigentlich gar nicht gefallen. Und die Dinge, die dir im Außen nicht gefallen, die wachsen halt im Innen. Die sind halt oftmals konditioniert, die sind oftmals antrainiert, die sind uns oftmals eben übergestülpt worden von anderer Menschen Weltbilder. Stell dir das mal vor, die meisten Menschen haben das Weltbild, dass wenn ihnen dein Gesicht nicht passt, dass es an deinem Gesicht liegt, dass sie sich schlecht fühlen. Die kommen gar nicht drauf, dass sie sich schlecht fühlen an der Wahrnehmung, die sie mit deinem Gesicht verbinden und dass das alles nur mit ihnen selber zu tun hat. Und solchen Menschen schenkst du dann Glauben. Dein ganzes vergangenes Leben hat solchen Menschen geglaubt und nachher hat dein System aufgenommen, oh, an mir ist was falsch. Und das müssen wir rausbringen in einem permanenten Bewusstseinsprozess, in einem permanenten Prozess vor dem Hintergrund, unser neues Weltbild, uns klar zu hinterfragen und zu sagen, all diese Vorstellungen, die wir gehabt haben in der Vergangenheit, die stimmen einfach nicht mehr vor diesem neuen Weltbild. Es stimmt nicht, dass der andere mir unangenehm ist, weil er ein unangenehmer Mensch ist. Nein, der andere ist mir unangenehm, weil ich unangenehme Dinge über ihn denke. So einfach ist es. Und das kann ich ändern. Das ist meine Kraft, das ist meine Schöpferkraft, das ist meine Macht. Und deswegen geht es dran, aufräumen, 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 neues Weltbild kreieren, neue Ansichten kreieren, neue Überzeugungen kreieren und somit ein neues Leben, eine neue Realität und einen neuen Lifestyle kreieren. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen und euch wieder inspiriert, online zu bleiben, on track, auf der Spur. Wie gesagt, diese ganze Woche noch 300 Euro Rabatt auf mein Coaching-Programm, 2-Monats-Programm. Nehmt Kontakt mit mir auf, wenn ihr mehr wissen wollt. Super geniale Betreuung von mir. Jeden Tag kannst du dich mit mir austauschen via Text oder Sprachnachrichten. Einmal in der Woche haben wir einen 90-minütigen Coaching-Call, wo wir genau das machen, Stück für Stück, Schritt für Schritt. Und ich verspreche dir, in 2 Monaten sieht die Welt schon ganz anders aus. Einen wunderschönen Tag wünsche ich euch und alles Liebe. Tschüss, tschüss.